Ja, hallo, mein Name ist Christa Kalec. Ich mache die konzeptionelle Leitung von dem Projekt Zusammenleben neu gestalten, ein Projekt der Deutschen Gesellschaft für Demokratie, Pädagogik in Hessen. Und ich beschäftige mich schon sehr, sehr lange mit Fragen von konzeptioneller Arbeit im Bereich der politischen Bildung, Teilhabekultur und Auseinandersetzung mit Rassismus sind dabei große Schwerpunkte. Und ich bin jetzt sehr, sehr glücklich, dass ich gemeinsam mit Ihnen jetzt Einblicke in, glaube ich, wirklich sehr perspektiverweiternde Projekte aus drei Museen gewinnen kann. Ich glaube, Repräsentanz, Sichtbarkeit, das Hinterfragen von Selbstverständlichkeiten und Ermächtigung spielen in allen drei Praxisbeispielen eine große Rolle. Und wir starten mit einem Projekt des Stadtmuseums Berlin. Wie können Erfahrungen und Narrative einer diversen Stadtgesellschaft in einem Museum sichtbar gemacht werden? Diese und andere Aspekte des Projekts PS, Museum partizipativ weitergestalten, stellt uns nun die Kultur- und Kommunikationswissenschaftlerin Lea Juliane Lutz vor. Ich freue mich sehr, Sie und vor allem auch Ihre Expertise kennenzulernen. Und Sie haben jetzt das Wort. Und bevor es losgeht, nochmal die Erinnerung, hat eben super geklappt. Bitte Fragen in den Chat schreiben. Wir werden die dann später aufgreifen. Und jetzt, Frau Lutz, Sie haben das Wort. Vielen Dank für diese einleitenden Worte. Ich würde jetzt die Kollegin darüber informieren, dass ich meinen Bildschirm teilen möchte. Was hoffentlich funktioniert hat. Wir sind jetzt in der Präsentationsansicht. Mein Name wird schon genannt. Ich bin Lea Lutz. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Stadtmuseum Berlin und dort im Team Outreach und Vermittlung tätig und freue mich heute, hier ein Projekt vorstellen zu dürfen und in seinen politischen Dimensionen beleuchten zu dürfen, das mir sehr am Herzen liegt, und zwar das Projekt PS, ich habe mir einen kleinen Fahrplan für die nächsten 20 Minuten überlegt, der umschließt, dass ich kurz was zum Kontext, zu dem Hintergrund sage, wie ist es überhaupt zu PS gekommen, um dann natürlich auf das Projekt PS weiter einzugehen, wie wurde es konzipiert, wie lief es ab und was sind seine politischen Dimensionen, und am Schluss natürlich eine kurze Antwort auf das Und Jetzt, also was ist der aktuelle Stand am Stadtmuseum Berlin, beziehungsweise welche Impulse konnte PS setzen oder auch nicht setzen. Manche von Ihnen wissen es vielleicht, das Stadtmuseum Berlin, so gibt es nicht. Wir sind eine Stiftung, die derzeit 5 Standorte umschließt. Das Kernhaus ist das Märkische Museum. Es gibt 3 Standorte im Nikolaiviertel, die Nikolaikirche, das Knoblauchhaus und das Ephraim-Palais. Und zur Stiftung zählt auch das Freilichtmuseum Düppel. Im Januar 2021 vergrößert sich die Stiftung um die Berlin-Ausstellung im Humboldt-Forum, und auch 2025 wachsen wir noch einmal, nämlich um das Marinehaus, das sich gegenüber dem Märkischen Museum befindet, und gemeinsam mit diesem das Museums- und Kreativquartier im Kölnischen Park bilden wird. Interessant ist ebenfalls, dass das Stadtmuseum Berlin Teil von bestimmten Programmen, von bestimmten Förderungen ist. Dazu zählt die diversitätsorientierte Organisationsentwicklung, die vom Berliner Kultursenat in Form von Coaching und Begleitung gefördert wird. Wir sind außerdem Teil des Outreach-Programms des Berliner Kultursenates, was bedeutet, dass das Stadtmuseum Berlin sowie andere landesgeförderte Museen und Gedenkstätten eine Outreach-Kuratorin-Stelle hat. Wir sind Mitglied im Modellprojekt Dekoloniale Erinnerungskultur in der Stadt, gemeinsam mit ISD, Each One Teach One, Berlin Postkolonial und dem Entwicklungspolitischen Ratschlag. Das Projekt ist nicht nur vom Kultursenat gefördert, sondern auch von der Bundeskulturstiftung, mit der wir ebenfalls über das 360-Grad-Programm verbunden sind. Außerdem hat das Stadtmuseum Berlin eigeninitiativ die Erklärung der Vielen unterzeichnet. Es gibt also einen offiziellen Fokus auf Themen und Strategien der Diversität, der Inklusion und der Teilhabe. Aber es ist auch erklärtes Anliegen der Direktion und anderer geschätzter Kollegen, dass sich das Stadtmuseum Berlin
in eine Institution entwickelt, weiterentwickelt, die offene Türen für die gesamte Berliner Stadtgesellschaft hat. Und das bedeutet, dass wir spätestens seit Paul Spies unser Direktor ist, sehr viel ausprobieren, sehr viel experimentieren, gerade im Märkischen Museum, um dort zukunftsorientierte Ansätze und Projekte zu entwickeln. So sind die Proberäume im Märkischen Museum entstanden, die Sonderausstellung Bis in Berlin oder das Partizipationsprojekt Junior-Kuratorin, aber auch die Dauerausstellung Berlin Zeit, die für PS ganz entscheidend ist. Diese wurde im Sommer 2018 eröffnet und ersetzte die bis dahin gezeigte Dauerausstellung durch einen chronologischen, sehr reduzierten Rundgang anhand 18 historischer Momente, Schlaglichter, wird Berliner Geschichte von der Eiszeit bis 1990 präsentiert. Und dieser Rundgang, den kann man in 60 Minuten schaffen. Er beginnt mit einem A-Text, der zwei Ausstellungsthesen vermittelt. Zum einen, dass Berlin eine Stadt der Offenheit, der Vielfalt und der radikalen Veränderung ist und dass die Menschen, die in Berlin leben, die Stadt prägen. Und das sind zwei Thesen, die ich immer noch sofort unterschreiben würde. Und trotzdem war es so, dass Berlin Zeit junge Kolleginnen sehr irritierte. Und sie wollten diese Kritik nicht nur äußern, sondern sie beschlossen, einzufordern, Berlin Zeit als Plattform zu nutzen, um sich mit ihr weiter auseinanderzusetzen. Und das war letztlich die Geburt von PS. Das heißt, PS wurde initiiert von drei wissenschaftlichen Volontärinnen des Hauses, zu denen ich zu dem Zeitpunkt auch gehörte, konzipiert als Partizipationsprojekt über einen relativ langen Zeitraum. Das heißt Januar 2019 bis März 2020 und ausgehend von den hier aufgelisteten Fragen. Also das heißt, wer oder was kommt in Berlin-Zeit vor beziehungsweise nicht vor, spiegelt Berlin-Zeit die Lebenswelt der Menschen, die in dieser Stadt leben und die sie prägen, wieder. Welche Ausstellungslücken stellen Externe fest und sind es womöglich die gleichen Ausstellungslücken, die auch das interne Projektteam beschäftigten? Und an welchen Stellen im Rundgang würden externe Expertinnen eingreifen wollen, kritisieren wollen, neu gestalten oder auch selbst erzählen wollen? So gliederte sich PS in vier Quartale mit je einem Impulsthema. Das erste Quartal trug den Titel Berliner Blicke. Das zweite Quartal beschäftigte sich mit queerem Leben in Berlin. Im dritten Quartal ging es um unbekannte Objektgeschichten und im vierten Quartal um Grenzen der Großstadt. In jedem Quartal gab es eine Gruppe von Partizipierenden, von externen PS-Kuratorinnen, die sich mit Berlin-Zeit und eben diesen Impulsthemen auseinandersetzten und eigene kleine Ausstellungsmodule erarbeiteten. Dabei bestimmten sie, die PS-Kuratorin, ganz selbstbestimmt, welchen Zugang sie wählten, ob sie einen Objektbezug oder einen Gegenwartsbezug einbringen wollten, ob sie ihr Modul chronologisch und auch inhaltlich in die Ausstellungsräume der Berlin-Zeit einbetten wollten oder ob sie anachronistisch, irritierend oder assoziativ vorgehen wollten. Weil PS ein wachsendes Projekt war, ausgehend von dieser Quartalstruktur, wuchs die Berlin-Zeit so jedes Quartal um 3, einmal auch um 7 Ausstellungsmodule. Und dieser Prozess wurde flankiert von einem kleinen Begleitprogramm, das heißt von Veröffentlichungsveranstaltungen, von Führungen und auch von einer Tagung. Ich habe gesagt, PS war als Partizipationsprojekt konzipiert. Was meine ich damit genau? Damit meine ich, dass wir sehr prozessorientiert arbeiteten. Das heißt, die Debatten, die Begegnungen, der Austausch mit den PS-Kuratorinnen in Berlin-Zeit hatte denselben Stellenwert wie die Ergebnisse, die Module. Und das alles passierte auf Augenhöhe und gemeinsam, auch aus dem Willen heraus, dass wir dieses kleine interne Projektteam
das Märkische Museum als einen offenen, als einen kritikfähigen, als einen lernwilligen Ort vermitteln wollten. Notwendig dafür waren bestimmte Rahmenbedingungen, wie beispielsweise die absolute Unabhängigkeit von dem Kollegen, der Berlin-Zeit kuratierte, und auch eine gewisse Professionalität. Und damit meine ich, dass das Partizipationsprojekt nicht als, kommt ja manchmal immer noch vor, als Bastelprojekt der Vermittlung verstanden wurde, sondern als eines mit Stellenwert, das ein Budget braucht und eine professionelle Gestaltung. Und das wurde uns auch nicht verwehrt. Insgesamt nahmen 25 externe PS-Kuratorinnen an diesem Projekt teil. Hier sehen wir einige von ihnen, die ganz unterschiedliche Biografien hatten, die Communities vertraten, die Initiativen, Berliner Initiativen vertraten, die aber auch Protagonistinnen, Einzelpersonen waren, Protagonistinnen der Stadt wie Studierende, Familien oder auch andere. In jedem Fall waren das alles neue Kontakte für das Stadtmuseum Berlin, und ihre Mitarbeit wurde als Autorinnenschaft immer direkt und transparent kommuniziert bzw. sichtbar gemacht. Zudem erhielten sie auch ein kleines Honorar. Ich möchte jetzt einige Module vorstellen, die im Rahmen von PS entstanden sind und auf das Politische in ihnen, an ihnen eingehen. Zunächst kurz zu diesen einführenden bzw. ausführenden Ausstellungsmodulen. Wir sehen den A-Text und die abschließende Feedback-Wand. Das sind die beiden Ausstellungsmodule, die das Projektteam realisierte. Die möchte ich hier nur zeigen, um auf die Gestaltung aufmerksam zu machen. Das war eben keine minimalistische Gestaltung, wie es in der Berlin-Zeit sonst der Fall war, sondern eine intervenierende, eine frische und auch eine durchlässige, wie im Sinne der Feedbackwand, die auch, wie Sie sehen, ganz positiv angenommen wurde. Wahrscheinlich, weil es der einzige Moment dann in Berlin-Zeit war, wo Besucherinnen aktiv werden konnten und ein Feedback hinterlassen konnten. Nun aber zu einem Beitrag aus dem ersten Quartal, gestaltet von der, beziehungsweise erarbeitet von der PS-Kuratorin Camilla K., die aktuelle Lebenswelten beziehungsweise Alltagsgeschichten in Berlin-Zeit einbringen wollte, aus der Überzeugung heraus, dass nur mit diesen Erzählungen ein Stadtmuseum auch Stadtgesellschaft erreichen kann. Camilla entschied sich dann dazu, ein Wimmelbild selbst anzufertigen von einem Ort, den alle Berlinerinnen kennen und zu dem auch alle Berlinerinnen eine Meinung haben, nämlich dem U-Bahnhof Hermannplatz. Und dieses Modul platzierte sie in den Raum der Berlin-Zeit, der eigentlich Berliner Verkehr, Berliner Infrastruktur im späten 19. Jahrhundert thematisiert. Ein anderer Beitrag aus dem ersten Quartal stammt von Renk-Autorin Lisa G. Renk ist ein deutsch-türkisches Kulturmagazin, die sich mit einer Leerstelle in Berlin-Zeit auseinandersetzte, nämlich mit fehlenden Migrations- und Herkunftsgeschichten von den Hugenotten. Einmal abgesehen kommen die in Berlin-Zeit überhaupt nicht vor, auch nicht in dem Raum zu 61 bis 89, wo aus rein deutsch-deutscher Perspektive erzählt wird. Und in diesen brachte Lisa zwei Infotafeln zu Gastarbeiterinnen und Vertragsarbeiterinnen ein. Im zweiten Quartal kooperierten wir mit dem Netzwerk Museen Queer in Berlin, einem Berliner Netzwerk. Das waren fünf Kolleginnen, die als PS-Kuratorin tätig wurden und die natürlich neue Inhalte in Berlin-Zeit einbrachten, denen es aber sehr wichtig war, nicht nur Inhalte zu liefern. Sie waren ja in dem Fall nicht nur Produzenten, sondern auch Expertinnen für alternative museale Strategien, Strategien des Sichtbarmachens, Strategien des anderen Erzählens,
oder des Hinzufügens. Und das realisierten sie unter anderem an einer Ausstellungsstation zur lesbischen Chansonsängerin Claire Waldorf, einer Sängerin aus den 20er Jahren. Hier queerten sie den Ausstellungstext und ersetzten zwei Objekte. Zum einen ein recht liebliches Porträt der Claire, das ersetzt wurde durch eines, was Claire Waldorf mit ihrer langjährigen Lebenspartnerin in betagteren Zeiten zeigte. Und die Platte »Warum soll er nicht mit ihr?« wurde ersetzt durch den selbstbewussten Chanson »Hannelore«. Es ist Konzept der Berlin-Zeit, dass in jedem Ausstellungsraum eine Berliner Persönlichkeit in ihrer Zeit, nicht in ihrem Wirken oder in ihren Auswirkungen, vorgestellt wird. Das sind altbekannte Persönlichkeiten, würde ich sagen. Das heißt, Alter Fritz, Humboldt, Virchow, Ernst Reuter. Und mit dieser Tatsache beschäftigte sich PS-Kuratorin Sophie. Und sie brachte schließlich eine andere Berliner Biografie ein, nämlich die der Kreuzbergerin, der Dichterin, der Pädagogin Mayahim. Aber nicht nur diese Biografie wurde vorgestellt, sondern auch Ayims Wirken in der afrodeutschen Bewegung bis hin zu den anhaltenden Bestrebungen der Straßenumbenennung. Denn ist ja das Gröbenufer, das ehemalige Gröbenufer, seit, ich glaube, gut 10 Jahren das Mayahim-Ufer. Ähnlich vorgegangen sind die Kuratorin, die PS-Kuratorin Sabine P. und Lara D., denn ist es so, dass es 16 von diesen Biografien, von diesen Persönlichkeiten in Berlin-Zeit gibt, aber lediglich 2 von ihnen Frauen sind. Das ist zum einen Claire Waldorf und zum anderen in dem Raum 1949 Aufbruch, und dieser Begriff wird in Berlin-Zeit verwendet, die Trümmerfrau Anni Mittelstädt. Und geleitet von diesem Begriff Aufbruch entschied sich Lara dafür, das erste Treffen der Berliner jüdischen Fraueninitiative Bet Deborah vorzustellen, die sich ein halbes Jahrhundert nach der Shoah erstmals in Berlin traf, und zwar im Vortragssaal des Zentrum Judaicum. Das ist ja ein sehr symbolträchtiger Ort, da dort die erste Rabbinerin weltweit, die Berlinerin Regina Jonas, in den 30er Jahren predigte. Sabine P. hingegen beschäftigte sich mit der Frauenbewegung der 60er und 70er Jahre, die in Berlin-Zeit nicht vorkommt, genauso wenig wie die Studentenbewegung. Und sie brachte ein sehr besonderes Objekt ein, das aus dem Besitz einer Berliner Frauenärztin stammt. Eine Fahrradpumpe, die wir hier auf dem Bild auch sehen, mit dem die Berliner Frauenärztin in den 70er Jahren illegal Abtreibungen vornahm. Hier ein Blick auf die jüngsten PS-Kuratorinnen, die im 4. Quartal mit ihren Familien aktiv wurden und ihre Perspektiven einbrachten. Ich möchte hier einfach nochmal deutlich machen, dass diese Kinder und die Jugendlichen das Museum vielleicht erstmals nicht als außerschulischen Lernort kennenlernten, sondern als einen Ort, der für sie Relevanz hat, wo ihre Stimmen gehört werden und wo man auch in gewisser Weise auf ihre Wünsche und ihre Vorstellung von einem Museum der Zukunft angewiesen ist. Ja, 2 Fotografien, die durchaus als Sinnbilder fungieren oder Antworten geben auf die Fragen, wer spricht, wer wird gehört und wer hört zu. Links eine Aufnahme von einer Eröffnungsveranstaltung, der Eröffnung des 1. Quartals. Dieses Foto liebe ich auch sehr, weil es auf so rein quantitativer Ebene beweist, wie erfolgreich PS war. Denn solche Menschenmengen sind im Märkischen Museum auch unabhängig von Corona eine absolute Seltenheit. Und
Rechts sehen wir unseren Direktor Paul Spies im Gespräch mit PS-Kuratorin Alungo. Sinnbild an dieser Stelle, weil hier deutlich wird, egal wie innovativ oder revolutionär ein Projekt ist, nachhaltig kann es nur sein, wenn die Leitung dahinter steht. Und auch der Stellenwert und die Glaubwürdigkeit hängt elementar davon ab, der Stellenwert und die Glaubwürdigkeit des Projektes. Und wenn man als Institution vorhat, das Stadtmuseum der Zukunft bis 2025 am Kölnischen Park zu entwickeln, sollte man auch wissen, was die Protagonistin der Stadt denken und meinen. Also, in a nutshell, was machte PS zu einem politischen Projekt? Ohne Frage die Zusammensetzung dieses kleinen internen Projektteams. Das heißt, das Vertrauen in die Innovationskraft von jungen Stimmen. Ich habe ja auch ganz zuversichtlich mal den Begriff Empowerment verwendet. Zum anderen ist es so, dass PS die gängigen musealen Arbeits-, Erzähl- und Präsentationsweisen hinterfragt und kritisierte, aber auch alternative Methoden erprobte und Strategien lieferte. Auch der partizipative Charakter von PS halte ich für politisch, da es einfach so war, dass wirklich die Meinungen, die Expertisen, die Bedürfnisse, die Wünsche der externen PS-Kuratorin im Mittelpunkt standen und das nicht aus einem Defizitgedanken heraus oder vielleicht teilweise doch, aber wir waren fest davon überzeugt, dass das Stadtmuseum davon lernen kann und in einer Langfristigkeit profitieren kann. Zudem war PS von Anfang an als ein unbequemes Projekt angelegt. Das heißt, wir wollten intern Diskussionen anregen und diese führen und auch aushalten. Das meine ich aber im ganz positiven Sinne eines fruchtbaren Inreachs. Und das umschloss auch, dass wir so mutig sein wollten, der Institution aufzuzeigen, wo sie ihrem eigenen Anspruch noch nicht gerecht wird, weil diesen Anspruch gibt es mit dem Anliegen der Direktion und mit der Tatsache, dass wir Teil von diesen Programmen und Förderungen sind, die ich am Anfang vorgestellt habe. Es ist sicherlich so, dass nicht alle PS-Module sich sofort entschlüsseln ließen oder auch irritierend waren. Trotzdem, wenn man dabei ist, einen neuen Standort zu entwickeln, sollte man die Besucherinnen in diesen Prozess integrieren. Man sollte ihnen Neues zutrauen und dann auch hören, was zurückkommt, beziehungsweise das Feedback evaluieren. Und auch darum hat sich PS sehr bemüht. Okay, und jetzt die Resonanz von Besucherinnen und auch von externen Fachkolleginnen war sehr positiv. Intern wurde PS jedoch, und damit haben wir gerechnet, zwiespältiger diskutiert. Diese Diskussionen verschärften sich, als sich auch unser Förderverein mit einer sehr harschen Kritik einbrachte. Und schließlich musste dann die Programmkommission des Hauses entscheiden, wie mit dem Projekt weiter vorgegangen werden sollte. Es kam zu einem vorzeitigen Abbau von diversen, nicht allen, aber von diversen Modulen, weil man das Konzept, dieses minimalistische Konzept der Berlinzeit nicht überfrachten wollte und weil man Besucherinnen nicht weiter irritieren wollte. Trotzdem, es gab die Verstetigung eines Beitrages, nämlich des Beitrages rund um Claire Waldorf, den ich am Anfang vorgestellt habe, und auch ein Go der Programmkommission für die Weiterführung von PS. PS 2.0, das sich vor allem auf das postmigrantische Berlin konzentrieren wollte, beziehungsweise will. 7 Initiativen sind bereit zu kooperieren und insgesamt 15 neue PS-Kuratorinnen zu stellen. Es gibt ein festes Projektteam, das diesmal nicht nur aus wissenschaftlichen Volontärinnen besteht, sondern auch aus Sammlungskolleginnen oder beispielsweise der 360-Grad-Agentin. Jedoch ist es so, dass diese Vorbereitungen seit Februar Corona-bedingt gestoppt sind. Trotzdem geht es weiter. Wir wollen die Zeit bis zur Schließung des Märkischen Museums 2022
und auch die Zeit bis 2025 intensiv nutzen, um weiter zu proben, zu experimentieren, aber auch um zu Best-Practice-Beispielen zu kommen. Da sind die Ergebnisse, die im Rahmen von PS erzielt wurden, und auch die Kontakte natürlich ganz entscheidend. Der Prozess soll nicht nur im Märkischen Museum fortgesetzt werden, sondern an allen Standorten. Und das bedeutet auch in Berlin global im Humboldt-Forum. Und mit dieser kleinen Einladung möchte ich auch abschließen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann in Realität, in echt, in Berlin global wiedersehen und vor allem gerne im Weltstudio, einem Raum, an dem ich sehr intensiv dort mitgearbeitet habe und der Platz für Kooperationen und Projekte wie PS lässt. Genau, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und dann bin ich am Schluss und würde jetzt auch aufhören, meinen Bildschirm zu teilen. Herzlichen Dank, Frau Lutz. Ich hatte ja so ein bisschen gehofft, dass wir Einblicke bekommen in Perspektiverweiterung. Ich glaube, da haben wir sehr viel von Ihnen erfahren können. Wir haben zwei Fragen im Chat und ich sage Ihnen die jetzt beide schon, weil wir zeitlich auch ein bisschen vorangeschritten sind. Mhm. Das eine bezieht sich so ein bisschen darauf, dass Sie auch gesagt haben, externe Blicke sind wichtig. Und das wurde ja auch sehr deutlich, die Bedeutung davon. Wir haben eine Frage im Chat. Wie haben Sie eigentlich die PS-Kuratorin gefunden? Und ja, wie fand dieser Prozess statt? Und wie divers war die Zusammensetzung dieser Gruppe? Und wenn Sie jetzt darauf antworten, denken Sie, es kommt noch eine zweite Frage, bitte. Genau. Dann versuche ich mich ganz kurz zu halten. Wir haben öffentlich dazu aufgerufen, auf verschiedenen Medien, auch auf unserer Webseite, dass sich Interessierte melden konnten, auch auf Plattformen wie Kubinaut, was erstaunlicherweise sehr, sehr gut funktioniert hat. Und wir haben auch versucht, Initiativen direkt zu erreichen, von denen wir sehr begeistert waren oder wo wir dachten, das hat einen besonderen Mehrwert fürs Haus. Und so kam dann eine sehr große Gruppe zusammen. Und die war in ihrer Zusammenstellung sehr divers, viel diverser als alle anderen Gruppen, mit denen das Stadtmuseum Berlin sonst kooperiert. Divers im Sinne von Migrationsgeschichten, Generationen, Erfahrungen mit Museum. Also das war wirklich eine sehr schöne Zusammenarbeit. Und auch die Gruppen untereinander waren bis auf das zweite Quartal, wo wir ausschließlich mit dem Netzwerk Museen Queeren Berlin gearbeitet haben, auch vielfältig zusammengesetzt. Mhm. Die zweite Frage geht so ein bisschen in die Richtung lernwillige Institutionen, haben Sie auch am Anfang gesagt. Die Frage ist, wie hat der Kurator der Berlinzeit auf die Ausstellung reagiert? Ein bisschen haben Sie es schon angedeutet, aber auch die anderen Kolleginnen auf die Intervention. Und ja, wie geht das perspektivisch weiter? Mhm. Der Kurator von Berlinzeit musste natürlich sehr viel aushalten. Und das hat er sehr gut geschafft und hat immer den Dialog auch gesucht mit uns auch und mit den Teilnehmerinnen, indem er zu Veranstaltungen gekommen ist und ganz zurückhaltend und sympathisch sich eingebracht hat. Und trotzdem hängt an jedem eigenen Projekt, so wie mein Herz an PS hing, auch sein Herz an dieser Ausstellung. Und so musste man dann auch in den Streit gehen und in den konstruktiven Streit gehen. Und die Programmkommission, die bei uns die inhaltlichen, die programmatischen Entscheidungen fällt, hat sich dann noch dafür entschieden, dass einige Module frühzeitig abgebaut werden sollten. Und trotzdem sich dafür ausgesprochen, dass wir jetzt weitermachen können. Und PS soll ja auch von sich selbst lernen und Sachen anders machen, die vielleicht nicht so gut geklappt haben. Und das heißt nicht nur die lernwillige Institution, sondern auch wir als lernwilliges Projektteam. Abschließend würde vielleicht die Frage passen, die wir noch bekommen haben. Hat das Projekt ein nachhaltiges Umdenken eingeleitet? Werden aktuelle und künftige Projekte diverser gedacht? Ich glaube durchaus, dass PS dazu beigetragen hat, aber das Umdenken bei uns im Haus, das passiert eigentlich dadurch, dass so viele verschiedene Prozesse der Zeit
das gleiche Ziel verfolgen und wir so ganz querschnittlich in das Haus wirken können. Viele Kolleginnen, die im Personalbereich arbeiten oder in den Sammlungen, die hatten mit PS nicht viel zu tun, aber die werden erreicht durch die diversitätsorientierte Organisationsentwicklung oder durch die Workshops, die unsere 360-Grad-Agentin am Haus anbietet. Und so strickt sich dann ein Netz, was meiner Meinung nach schon zu einem Umdenken, zu einem Prozess zumindest animiert, ja. Herzlichen Dank, Frau Lutz, für dieses wirklich mutmachende Beispiel. Vielen, vielen lieben Dank. Und wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, müssten Sie die Bildschirme sozusagen jetzt wechseln. Sie würden sich ausschalten. Und ich möchte Frau Endert und Frau Albrecht bitten. Selbstverständliches Hinterfragen. Ich glaube, das ist sicherlich auch eine wichtige Frage, die Sie beschäftigt hat. Nämlich die Frage des Umgangs mit kolonialem Erbe in Museen ist ja sicherlich auch eine Frage der Kulturvermittlung. Das Frankfurter Weltkulturenmuseum hat gemeinsam mit dem Institute of Art Education der Zürcher Hochschule für Künste von 2016 bis 2018 ein Aktionsforschungsprojekt durchgeführt. Und da gibt es eine spannende Fragestellung, nämlich, dass das Museum ein Ort des Verlernens sein kann. Und ob es das sein kann und wie das passiert ist, das können uns jetzt die freie Fotografin und Kulturvermittlerin Stefanie Endert und die in der Bildungs- und Vermittlungsarbeit seit 2018 im Museum für Weltkulturen tätige Julia Albrecht berichten. Ich freue mich sehr auf Ihren Beitrag und ja, Sie haben das Wort. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin die Leitung der Bildung und Vermittlung und wir haben uns jetzt aufgeteilt. Ich übernehme den ersten Teil und werde eher sozusagen das Setting des Forschungsprojektes ein bisschen versuchen näher zu bringen und danach wird meine Kollegin Julia auf ein ganz spezielles Projekt eingehen. Es ist so, hier genau, ich würde jetzt gerne meinen Bildschirm teilen. Okay, hier geht's los. Ja, zunächst möchte ich erstmal kurz die Ausgangslage skizzieren, die unsere Arbeit in der Bildung und Vermittlung zugrunde liegt. Das Weltkulturenmuseum, damals das Städtische Völkerkundemuseum, wurde 1904 von Frankfurter Bürgern gegründet, also mitten in der Zeit, in der Deutschland Kolonien besaß. Und das bedeutet, dass das Museum bei seiner Gründung von der Ideologie her im Imperialismus verwurzelt war. Das Weltkulturenmuseum heute besteht aus drei Gründerzeitvillen, die sieht man hier, die sind am Main gelegen und dort ist das Museum in den 60er Jahren nach und nach eingezogen. Dort befinden sich Ausstellungsräume, Vermittlungsräume, eine Präsenzbibliothek, Verwaltungsräume, ein Labor, das ist ganz das rechte Gebäude, und auch zwei Sammlungen, die Sammlung Visuelle Anthropologie und Teile der Sammlung Afrika. Die insgesamt rund 67.000 Objekte des Museums sind in verschiedenen Depots untergebracht. Die Sammlungen bestehen hauptsächlich aus nicht-europäischen Objekten. Das ist die Trennungslinie, die Anfang des 20. Jahrhunderts eingeführt wurde, um ethnologische bzw. Völkerkundemuseum zu definieren. Historisch gesehen war es die Aufgabe der Völkerkundemuseen, sogenannte außereuropäische Kulturen zu erforschen und materielle Objekte dieser in Anführungszeichen fremden Kulturen zu sammeln und anhand dieser Objekte westlich geprägte Erkenntnisse in Form von Ausstellungen und Publikationen zu vermitteln. Die Objekte stammen schwerpunktmäßig aus vier Sammlungsgebieten. Da ist ein Blick in sozusagen eines der Depots aus Afrika, den Amerikas, Ozeanien und Südostasien. Wie sind sie ins Museum gekommen? Sie wurden auf Expeditionen gesammelt. Sie wurden von anderen Museen eingetauscht, von Galerien angekauft oder auch von privaten SammlerInnen. Und zum Teil sind sie als Schenkung oder Nachlass ins Museum gekommen.
Wichtig ist dabei zu bemerken, dass nicht alle Objekte einen nachvollziehbar dokumentierten Erwerbskontext haben und dass bei einigen Objekten auch der Unrechtskontext nicht ausgeschlossen werden kann, indem sie eben erworben wurden. Denn die Teile, die Sammlung oder Teile der Sammlung sind in die Kolonialgeschichte wie auch in die Geschichte des Nationalsozialismus in Deutschland verflochten. Es gibt noch die Sammlung Visuelle Anthropologie und dort sind ungefähr 100.000 Bildträger und auch einige Filme untergebracht und auch die Bildung und Vermittlung hat eine Hands-on-Sammlung, in der in Workshops mitgearbeitet werden kann, die eben auch zum Anfassen sind. Vielleicht wichtig nochmal zu erwähnen ist, das Museum hat keine Dauerausstellung, sondern es gibt eben das Haupthaus, dort gibt es eine große Ausstellung und dann gibt es im Labor meist zwei kleinere Ausstellungen. Das ist ein Einblick in die aktuelle Ausstellung, derzeit geschlossen, weltenbewegend, Migration macht Geschichten. Genau, das ist sozusagen der Hintergrund, vor dem wir eben Vermittlungsarbeit machen. Und jetzt zu den zentralen Fragen. Also womit muss sich die Vermittlung an einem ethnologischen Museum auseinandersetzen, beziehungsweise in welchem Diskurs muss sie sich positionieren? Sicherlich haben Sie auch mitbekommen, ethnologische Museen sind aktuell viel diskutierte Orte. Vor allen Dingen an dem Beispiel des Humboldt-Forums wird die Diskussion geführt. Und Kernfragen in dieser Diskussion sind, wofür sollte ein ethnologisches Museum da sein? Wem gehören die Objekte und wer hat Zugang zu ihnen? Und hierbei ist es nicht nur wichtig, ob die Objekte rechtmäßig in den Besitz der Museen gekommen sind, sondern ebenfalls ist das Problem zu diskutieren, dass Menschen von ihrem kulturellen Erbe ausgeschlossen sind. Und was wir auch immer fragen ist, wer wird wie und von wem repräsentiert? Und aus meiner Sicht kann da die Vermittlung eine zentrale Rolle spielen. Und da möchte ich eine Forschungskollegin, Nora Landkammer, zitieren, die sagte, wenn das Museum ein Ort ist, der aus der Aneignung der Welt von Europa aus entstanden ist, mit der man sich heute kritisch beschäftigt, dann kann er auch ein Ort für das Verlernen dieses europäischen Weltbildes sein. In unserer täglichen Arbeit haben wir in Führungen, Gesprächen und Workshops oftmals mit exotisierenden Fremdzuschreibungen zu tun und vor allen Dingen auch mit einem Nichtwissen um das koloniale Erbe Deutschlands. Man könnte sagen, überspitzt, BesucherInnen, die sich an uns wenden, imaginieren, dass sie in unser Museum durch die Kontinente wandeln können und etwas über die sogenannten anderen lernen können. Natürlich nicht alle, aber damit sind wir durchaus konfrontiert. Wir haben bereits 2015 eine Publikation herausgebracht als Team der Bildung und Vermittlung, die sich mit dem Titel Irgendwas zu Afrika. Und dort haben wir versucht, darüber nachzudenken, wie ethnografische Artefakte als Ausgangspunkte für neue Formen der transdisziplinären Bildung genutzt werden können. Und wie das Weltkulturmuseum ein Ort des kritischen postkolonialen Diskurses sein kann, wo Othering und Reproduktionen von Stereotypen vermieden werden. Auf der Basis dieser Auseinandersetzung war es dann, also die man überhaupt nicht als abgeschlossen setzen kann, war dann unsere Beteiligung an dem Forschungsprojekt Traces Transmitting Contentious Cultural Heritage with the Arts ein logischer Schritt. Wir wurden eingeladen von Nora Landkammer und Karin Schneider, ob wir als Abteilung Bildung und Vermittlung an diesem Projekt teilnehmen wollen. Und ich möchte nochmal die damals im Team der Bildung und Vermittlung gearbeitet haben, nennen. Das war meine jetzige Kollegin Julia Albrecht, Bea Barrois, Berit Mohr, Esther Poppe, Christina Rüger, Nora Schön, Anton Scherb und ich. Genau. Wie sah die Forschung aus? Wir trafen uns ungefähr ein Jahr lang, alle zwei Monate als gesamte Gruppe, haben uns erstmal überlegt, wie wollen wir denn zusammenarbeiten, sind dann Literatur durchgegangen, haben uns Beispiele aus der Praxis angeschaut, haben auch verschiedene Menschen eingeladen aus dem Raum Frankfurt, die in der antirassistischen Bildungsarbeit tätig waren, um von ihnen zu lernen und um uns mit ihnen zu vernetzen. Und da möchte ich die Bildungsstätte Anne Frank nennen, Frankfurt Postkolonial und das Schwarze Bildungskollektiv KAFI.
Und danach begannen wir mit unserer eigenen Forschung. Wir haben das mit der Methode des Action Research durchgeführt und sind so vorgegangen, dass wir entweder alleine oder in Teams uns Forschungsdesigns überlegt haben. Und das kann eine öffentliche Führung sein oder ein Workshop-Setting. Und wir haben uns gegenseitig dann haben wir uns eingeladen, Protokolle zu schreiben, und diese haben wir dann danach ausgewertet, um erste Thesen abzuleiten. Hier sind die zentralen Fragen. Zum einen, wie kann die Vermittlung von Contentious Heritage selbst Räume für Konflikt und Aushandlungsprozesse schaffen? Dann, wie kann ein pädagogisches Setting dem Dissens und unterschiedlichen Positionalitäten Raum geben, während Vermittlerinnen zugleich Verantwortung dafür wahrnehmen, dass Gewalt und Ausschluss nicht einfach wiederholt werden? Und als Drittes, wie kann sich die Vermittlerin klar positionieren, aber doch eine Haltung des Verlernens einnehmen, ist sie eher doch selbst in die Machtverhältnisse eingebunden, die auf dem Spiel stehen? Der gesamte Prozess dauerte gut 2 Jahre. Auf die einzelnen Forschungsvorhaben kann ich jetzt leider nicht eingehen, aber die sind auf unserer Webseite, also vom Museum im Bereich Bildung und Vermittlung, sind die einsehbar, also herunterladbar. Und Anfang nächsten Jahres werden wir auch noch eine Publikation in gedruckter Form herausbringen, wo wir noch einige weitere internationale Beiträge zu eingeladen haben. Genau, damit bin ich auch schon bei den Resultaten. Es entstanden Interventionen in bestehende Vermittlungsformate, wie zum Beispiel Führung und Workshops. Es ist aber auch ein neuer Workshop entstanden, der jetzt fester Bestandteil von unserem Programm ist. Was ist noch daraus gekommen? Wir haben uns als Team auf Arbeitsprinzipien verständigt, was ein durchaus sehr kontroverser Prozess war, aber der auch sehr, sehr wichtig für uns war und der uns auch eine gute Basis gegeben hat für unsere auch jetzige Arbeit in der Bildung und Vermittlung. Und wir haben weitere Tools entwickelt, die kann man auch alle auf der Webseite sehen, eine Zeitleiste zum Thema Kolonialismus. Aber auch zum Beispiel haben wir als Team einen Fragenkatalog entwickelt, der Vermittlerinnen dabei helfen soll, eine eigene Haltung gegenüber einer Ausstellung einnehmen zu können. Das ist jetzt hier sozusagen auch ein Auszug davon. Und wir haben für uns, also das, was wir sozusagen recherchiert haben in der Zeit, wichtige pädagogische, wissenschaftliche und künstlerische Positionen und existierende Ressourcen für die Weiterbildung im Kontext von Vermittlungsarbeit in Museen mit kolonialen Sammlungsbeständen zusammengetragen. Und all das haben wir sozusagen auch dann auf der Webseite zur Verfügung gestellt. Genau, hier nochmal zusammengefasst. Auf einen Punkt möchte ich gerne noch eingehen, was auch extrem wichtig war im Rahmen dieser Ausstellung, im Rahmen dieser Forschung, dass wir uns eben mit Institutionen und Personen vernetzt haben, die selbst eben sich in der dekolonialen Bildungsarbeit verorten. Genau. Alles war eigentlich wirklich auch nur sozusagen im Rahmen dieses Projektes möglich, weil wir haben natürlich im Alltag relativ viel zu tun, aber dieses Projekt hat uns den Rahmen gegeben, den zeitlichen Rahmen, aber eben auch den finanziellen Rahmen, damit wir diese Forschung durchführen konnten. Die freien VermittlerInnen bekamen Honorare, also für die Teilnahme an den Work-Sessions, für die Forschung, für die Verfassung von den Artikeln. Und was auch noch sehr wichtig war, dass wir es so geschafft haben, einen kritischen, aber fehlerfreundlichen Rahmen zu schaffen, wo wir in Verbindung stehen konnten, aber trotzdem wirklich auch diskutieren konnten. Uns wurde dabei klar, dass wir oftmals in Widersprüchen arbeiten und dass wir Strukturen kritisieren, in die wir selbst eingebunden sind. Genau, und damit Sie jetzt noch mal ein bisschen mehr ins Detail einen Einblick bekommen, würde ich gerne das Wort an Julia Albrecht übergeben und würde jetzt die Bildschirmteilung wieder stoppen. Ja.
Okay. Genau. Danke. Ja. Vielen Dank für die Einladung zum Symposium von meiner Seite auch. Wie meine Kollegin schon angekündigt hat, stelle ich Ihnen jetzt ein Workshop-Beispiel vor. Ich würde gerne meine PowerPoint-Präsentation jetzt mitteilen. Okay. Der Workshop Was macht das hier? Wurde im Laufe des Traces Aktionsforschungsprojekts entwickelt und wie meine Kollegin schon erwähnt hat, ist jetzt Teil des Vermittlungsprogramms von Bildung und Vermittlung. Wir haben auch viele Fragen gehört. Wie kann die Bildungsarbeit in einem ethnologischen Museum ihr koloniales Erbe und das der Institution thematisieren? Kann das Ethnologische Museum ein Ort des Verlernens sein? Und wenn ja, wie? Und im Workshop Was macht das hier? Wird versucht, diese erörterten Fragen im Kontext von konfliktbehafteten Kulturgütern nachzugehen. Unsere Interessenfrage konkret waren: Wie können Fragen über Eigentum und Restitution von Museumsobjekten aus kolonialen Kontexten mit den Teilnehmerinnen des Workshops adressiert werden? Und außerdem, wie stört man etablierte Archivierungs-, Wissens- und Darstellungspraktiken? Zu der methodischen, der methodische Rahmen des Workshops kann als Konfliktlernen, Konfliktlearning beschrieben werden. Und das ist ein Zitat von Nora Landkammer und Karin Schneider, die das Traces-Projekt geleitet haben. Ich lese: Our starting point is the assumption that if difficult and potentially contentious heritage at stake, learning settings need to create spaces where conflicts of interpretation can appear, be talked about, be negotiated. Practices of engagement in education need to allow for or create these spaces rather than attempt to soothe or even exclude conflicts. Dazu muss ich auch addieren, dass in diesem Konflikt-Learning-Prozess müssen die eingebettete oder innewohnende Gewalt, dieses Prozess muss stattfinden, ohne diese Gewalt zu reproduzieren. Ziel des Workshops ist deshalb, die Voraussetzungen und den Raum für kritische, experimentelle, objektbasierte Untersuchungen zu schaffen und eine komplexere, multiperspektivische Diskussion zu ermöglichen, die dabei die Objekte in einen postkolonialen Kontext situiert. Der Workshop-Raum soll es den Teilnehmern ermöglichen, sich mit einem umstrittenen museologischen und politischen Konflikt über die Zukunft ethnografischer Sammlungen auseinanderzusetzen. Außerdem wird versucht, möglicherweise lineare, kuratorische oder institutionelle Erzählungen zu steuern oder vielleicht durchbrechen. Zum Beispiel interessierten die Leiterin des Workshops die Frage, was passiert, wenn das Institutionsmuseum, und seine Sprecherinnen, ob Pädagogin oder Kuratorin, eher zu einem Gegenstand des Zweifels als zu einer sicheren Referenz werden.
oder wie logisch erscheint die Sammlungs- und die Archivierungslogik? Wir wollten insbesondere Schülerinnen ermutigen, ihren Standpunkt zu äußern, Diskussionen zu führen und ihre eigene Position zu entwickeln. Zu den Workshops, Workshop-Aufbau. Der Workshop wurde als ein Forschungstag konzipiert. Während des Traces-Projekts wurden 3 Schulklassen eingeladen, am Forschungstag teilzunehmen. Für das Projekt wurden Schülerinnen aus 3 unterschiedlichen Schulformen, Haupt- und Realschulen, sowie einem Gymnasium eingeladen. Den Workshop-Leiterin war bewusst, dass diese unterschiedlichen Schulformen möglicherweise unterschiedliche soziale oder ökonomische Herkunft der Schülerinnen bedeuten können. Gleichzeitig aber schafft diese Voraussetzung sofort unterschiedliche Kontexte für die Aushandlung der Fragen des Workshops. Sie sehen hier die Auswahl der Objekte, eine Auswahl der Objekte zu dem Projekt. Die ausgewählten Objekte, die Sie hier sehen, sind aus der Sammlung von ethnografischen Objekten aus Afrika. Der Schwerpunkt bei der Auswahl lag auf dem kolonialen Kontext, besonders auf Objekten, die in den ehemaligen deutschen Kolonien gesammelt oder von Deutschen in anderen Kolonien erworben wurden. Abgebildet sehen Sie ein Herrero-Schmuckstück. Das ist eine Rosette aus Eisenperlen. Das ist dieser ovalförmige Teil. Ein Herrero-Messer, das ist ein Dolch mit Scheide, ein Zeremonialmesser sowie ein Benin-Hausschmuck aus dem Königreich Benin, heutiges Nigeria. Aus der Perspektive des Museums zeigen die vorgestellten Fälle oder die vorgestellten Objekte eine Vielzahl von Akquisitionskontexten. Die Biografien der gezeigten Objekte beziehen sich weiter auf den größeren Kontext, in dem sie den Besitzer gewechselt haben. Im Fokus bleibt immer die Frage, wie geht man heute mit Objekten um, die in diesen Kolonialstrukturen erworben wurden. Der Einstieg im Workshop fing mit Karteikarten an. Nach einer Begrüßung und Vorstellungsrunde wurden die Schülerinnen gebeten, sich einige ausgestellten Karteikarten näher anzuschauen und dann diese Karteikarten auch vorzustellen. Begleitend wurden einige Impulsfragen gestellt. Was erzählt die Karte euch über das Museum, in dem wir uns befinden? Welche Arten von Informationen gibt es auf den Karten? Sie sehen hier ein Beispiel, Dateikarte von einem Nackenstutzer aus Holz. Andere Fragen, wie zum Beispiel, wann wurden die Karten geschrieben, wann wurden Objekte hierher gebracht, gibt es Informationen, die euch fehlen? Diesen Fragen hatten das Ziel, dass die Beschäftigung, das Überlegen mit den Karten voranzubringen oder Impulse zu geben. Zur Kontextualisierung wurde eine Zeitleiste zu Kolonialismus und deutscher Geschichte am Boden ausgelegt
und die Schülerinnen ordneten ihren Karten einen Zeitabschnitt zu. Hier sehen Sie mehr oder weniger eine kleine Zusammenfassung, wie das ausgesehen hat. Das heißt, mit dem Objekt, das ist der Dolch mit Scheide, dazu der Karteikarte mit den Informationen und dazu und die Zeitleiste, um sozusagen den Kontext um der Zeit herum als dieses Objekt erworben wurde. Die Schülerinnen waren meistens erstaunt, wie viel Information oder Details fehlten. Zum Beispiel fiel häufig auf, dass Produzentinnen unbekannt oder der genaue Herkunftsort etc. meist unbekannt waren. Es folgt dann eine Forschungsphase. Die Schülerinnen hauptsächlich in eigener Regie bewältigen sollte. Diese Teile des Workshops bestand aus mehreren Phasen. Lernen über die Objekte aus verschiedenen Perspektiven, eine Recherchephase, in der sie die Objekte sozusagen in real sehen konnten im Depot und mit der Kuratorin der Sammlung aus Afrika mit ihr Gespräche führen. Dann kam eine Präsentations- und Diskussionsphase und die Schulen hatten die Aufgaben auch, eine Positionsstatement zu formulieren, was soll in Zukunft mit dem Objekt passieren. Es fand eine Gruppenbildung statt. Wir hatten Karteikarten von den Objekten, diese fünf Objekten, die ausgesucht waren. Die Schüler konnten sich nach Interessen um ein Objekt herum gruppieren. Und danach folgte diese Recherchephase. Zur Unterstützung der Recherchephase bekam die Schülerin ein Arbeitsblatt mit unterschiedlichen Fragen-Clusters. Das Arbeitsblatt diente die Strukturierung der Forschung. Sollte nicht bloß beantwortet werden, sozusagen. Die Schülerinnen wurden darauf hingewiesen, auf die meisten Fragen gibt es noch keine Antworten. Das heißt, dass es kann sein, dass nach der Beschäftigung mit dem Objekt, dass man mehr Fragen als Antworten hatten. Sie sehen hier zwei Beispiele von diesen Fragenclusters. Einer ist der Forschungsschwerpunkt Bedeutung. Wie wurde das Objekt verwendet, bevor es in das Museum kam? Was bedeutet dieses Objekt? Für wen hatte dieses Objekt eine Bedeutung? Für wen hat es heute Bedeutung? Und der Forschungsschwerpunkt Sammler. Wie, durch wen wurde das Objekt nach Europa gebracht? Durch welche Hände ging es? Wer waren die beteiligten Leute? Was weiß man nicht? Es gab einen Fokus zum Thema Geschichte und zwei weitere. Das Arbeitsblatt forderte, dass die Objekte aus verschiedenen Perspektiven kennenzulernen. Diesen Ansatz bedeutet, dass in Bezug auf ein einzelnes Objekt multiple
aber gleichzeitig existierende, vielleicht sogar entgegengesetzte Erzählungen entstehen können. Neben ihrer eigenen Internet-Recherche wurde den Schülerinnen Recherchenmaterial in Form von Texten und Links zur Verfügung gestellt. Es ging nicht nur darum, die Objekte aus verschiedenen Perspektiven kennenzulernen. Es war auch wichtig zu lernen, den Umgang mit Informationen aus verschiedenen Quellen. Das heißt, welche Darstellungen stimme ich zu oder welche nicht. Und die Recherche diente auch der Vorbereitung auf die nächsten Recherchenphase, den Besuch im Depot. Schülerinnen bekamen die Möglichkeit, Objekte aus der afrikanischen Sammlung zu sehen, inklusive ein Gespräch mit der zuständigen Kuratorin zu führen. Und während der Recherche konnten die Schülerinnen Fragen an die Kustodin in Bezug auf das ausgewählte Objekt überlegen oder ausformulieren. Was passiert, wenn die Kuratorin keine sicheren Antworten auf die Frage der Schülerinnen hat? Der Besuch im Depot, dieser Teil des Workshops, war ein Highlight für die Schülerinnen. Häufig kamen sie erst im Depot richtig in den Diskussionsmodus. Zu erwähnen ist aber, dass die Erwartungen der Schülerinnen nach sicheren Antworten zu ihren Fragen über die Objekte zum Teil nicht erfüllt werden konnten. Diese führte manchmal zu Irritationen in der anschließenden Diskussion. Es hatte auch den Effekt, dass sich die Schülerinnen sich anders eingebracht haben. Vielleicht wurden sie ermutigt, selbst Antworten zu überlegen. Zu Konfliktlernen erste Gedanken. Nachdem ihr Recherchen und Gespräch mit den Kuratoren gab es eine Diskussion und dann eine Präsentationsphase, wo sie ihre Ideen zusammengefasst haben. Die Schülerinnen hatten die Chance, ihre gewonnenen Ansichten miteinander und der Workshopleitung zu teilen. Und hier haben wir erste Statements von den Schülerinnen. Nachdem wir uns intensiv damit beschäftigt haben, sind wir zwiegespalten. Eine andere Schule sagte, einerseits ist das Objekt ein Kulturschatz, der auf jeden Fall geschützt werden sollte. Dies ist in Deutschland möglicherweise besser und intensiver möglich. Es konnte beim Krieg in den Ländern die Schätze gestohlen oder zerstört werden. Das sind erste Gedanken, die eingebracht werden. Und hier kam dann die Argumentbox ins Spiel. Die Argumentbox bestand aus einer Serie von Fragen und Statements, die neu erarbeitetes Wissen mit Sach- und Erfahrungswissen vernetzen sollte oder die multiperspektivische Betrachtungsweise fordern. Ein Beispiel, Argument ist zu der Frage um Sicherheit, weil dieses Statement, es konnte beim Krieg in den Ländern die Schätze gestohlen oder zerstört werden, oder die Frage um die Sicherheit im Herkunftsland, die Objekte kam häufig vor. Und ein Beispielargument ist zum Thema Sicherheit. In Deutschland wurde die ethnologischen Sammlungen im Zweiten Weltkrieg stark zerstört. Oder ein anderes Beispiel, die Bedingungen, technische etc., die westliche Museen heute für eine Rückgabe stellen, haben sie oft selbst nicht erfüllt.
Das sind Beispiele für Argumente, die zu diesen Statements, die Leitung des Workshops in die Diskussion reingeworfen haben, um das Diskussion komplexer zu machen und um die Diskussion mit anderen Wissen zu vernetzen. Letztlich konnten die Schulen gemeinsam in ihrer Gruppe Positionsstatements formulieren, was soll in Zukunft mit den ausgewählten Objekten geschehen. Bin ich dabei? Wir sehen hier einige am Ende jedes Statement sind drei Statements sind Punkt, Punkt, Punkt. Und das soll zeigen, die Schwierigkeiten, die Schule hatten, weil das war eine komplexe Diskussion. Die Schülerinnen waren teilweise frustriert und das passt zu dieses Beschreibung vom Konflikt lernen. Und ein Teil davon war eine gewisse Frustration, dass sie zu keiner endgültigen Statement kommen konnte. Und wir sehen hier einige Positionsstatements. Nach unseren Überlegungen sind wir der Ansicht, man sollte auf jeden Fall den Kontakt mit dem Herkunftsland suchen. Aber teilweise gab es auch so Statements wie die Kulturschätze sollten so lange in den Museen auch bewahrt bleiben, in welchen sie sind, konnte man nicht wirklich vervollständigen. Ja, liebe Frau Albrecht, es ist wirklich sehr, sehr spannend. Wir müssen leider hier an dieser Stelle so einen kleinen Break machen. Ich glaube, Sie hatten schon die Frage, es gab eine wichtige Frage im Chat, die war direkt nach Frau Endert, nämlich die Frage, wie sieht die Bildungsarbeit mit den Jugendlichen aus? Und ich glaube, es gibt bestimmt auch noch andere Facetten, aber wir haben wirklich einen sehr, sehr guten Einblick in die Arbeit mit den Jugendlichen bekommen. Und ich glaube, wir müssten einfach jetzt hier an dieser Stelle, wir sind ein bisschen über die Zeit gelaufen, okay, einen kleinen Cut machen. Das war die letzte. Sowieso. Ja, und ja. Ihnen vielleicht ein abschließendes Wort noch geben. Das ist gut. Und der letzte Punkt zum Beispiel, dass die Position Statements hat gezeigt, dass neue Fragen wurden aufgeworfen, nachdem man weiterschauen muss. Okay, ja. Danke. Ja, vielleicht kommen Sie jetzt erstmal wieder ohne die Präsentation, dass wir Sie noch einmal sehen können, Sie beide, und Sie schließen Ihre Präsentation. Und wir danken Frau Endert und Frau Albrecht für Ihren Impuls. Ich glaube, dass uns das gezeigt hat, wie komplex diese Arbeit ist, wie viel die auch mit den Leuten, die die Arbeit, die Kulturvermittlung anbieten, welche Herausforderungen sie sich da stellen müssen. Und ich als Frankfurterin hoffe sehr, dass ich bald wieder in das Museum für Weltkulturen kommen kann. Und ich hoffe, Sie haben jetzt einfach Verständnis, aber wir müssen einfach jetzt darum bitten, in den nächsten Beitrag schauen zu können. Herzlichen Dank Ihnen beiden. Und ich würde jetzt dann bitten, Frau Hoheisel und Frau Korsinski sich zuzuschalten. Diese Überleitung nutze ich gerade, nämlich kann man ein Museum als Ausgangspunkt für Engagement und Selbstermächtigung nutzen, kreieren? Ich glaube, das ist eine Frage, mit der sich das Bode-Museum in Berlin beschäftigt. Und ja, die Ergebnisse des Projekts Haltung zeigen, das Lab Bode, eine Initiative zur Stärkung der Vermittlungsarbeit, das steht jetzt auf dem Programm. Und auch Ihnen beiden herzlichen Dank, dass Sie so ein klein bisschen Geduld hatten. Aber es war auch einfach spannend, diese Einblicke zu bekommen. Und auch nochmal an alle, die uns zuhören, die dabei sind.
Nutzen Sie weiter den Chat. Wir haben das mit im Blick und wir lassen uns die Zeit, dass wir auf Fragen auch eingehen können. Ja, Sie haben das Wort. Schön, danke schön. Herzlichen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, dass wir da sein können. Mein Name ist Greta Hoheisel. Ich bin stellvertretend für Andrea Günther hier, die leider krank ist. Aber falls es da Irritationen im Programm gibt, ich bin ihre Kollegin. Ich bin zusammen mit Magda Korsinski hier. Hello. Der ich gleich kurz das Wort übergebe, solange ich meinen Bildschirm teile, würde ich sagen. Dann kann Magda sich kurz selbst vorstellen. Ja, ich bin Magda Korsinski. Ich lebe in Berlin und arbeite als Künstlerin und Choreografin, aber auch als Kunst- und Tanzvermittlerin. Und ich habe für Haltung zeigen das Konzept geschrieben mit Zusammenarbeit von anderen drei KünstlerInnen, die ich euch dann im Laufe des Vortrags vorstellen werde. Super, vielen Dank. Ist der Bildschirm jetzt zu sehen? Ja. Super. Dann beginnen wir. Haltung zeigen wurde eben schon genannt, ist ein Projekt, das im Rahmen von LabBO, die Initiative zur Stärkung der Vermittlungsarbeit in Museen, realisiert wurde. Das LabBO befindet sich am Bode-Museum in Berlin und ich sage jetzt vorab, in aller Kürze ein paar Worte zu dem Programm, um dann aber relativ schnell mich an das konkrete Projekt zusammen mit Magda heranzuarbeiten. LabBode ist ein Programm der Kulturstiftung des Bundes und der staatlichen Museen zu Berlin. Im Zentrum steht die Frage oder das Vorhaben, das gezeigt werden soll, was Vermittlungsarbeit an Museen auszeichnet und was sie bewirken kann. Das ist das übergeordnete Thema. Es gibt drei Module. Das Modul Schule, das wird jetzt gleich auch zentral werden. Wir haben 9 Schulkooperationen im Bode-Museum und das Ganze schon seit 2016. Also da geht es um langfristige Kooperationen zwischen Lernort, Museum und Schule. Und im Zentrum steht die Frage nach der langfristigen Bildungspartnerschaft, aber auch die Frage, was junge Menschen an einem Museum wie dem Bode-Museum interessieren könnte, beziehungsweise welche Themen vielleicht in diesem Museum noch stecken, die noch nicht so viel Beachtung gefunden haben oder welche Themen man an das Museum von außen herantragen kann. 2 Module, die hier nur kurz erwähnt sein sollen. Unser Volontärsprogramm, was mittlerweile schon abgeschlossen ist, aber wir haben 23 Partnermuseen und in diesen Museen Volontärinnen im Bereich Bildung und Vermittlung gehabt. 2 Museen sind auch in Frankfurt, das Jüdische Museum Frankfurt und das Historische Museum sind unsere Partnermuseen. Und wir haben uns immer sehr gefreut, die Volontärinnen aus diesen Häusern auch bei uns im Vermittlungslabor zu haben und mit ihnen zu diskutieren. Der Diskurs, die dritte Säule, wir möchten auch Fragen der Vermittlung im Diskurs mit dem Publikum diskutieren, das ist auch mittlerweile online. Die Laufzeit ist bis Ende 2021, das heißt, wir befinden uns jetzt langsam in der letzten Projektphase. Ich kurz ein Exkurs, wo sind wir eigentlich mit diesem Vermittlungslabor LabBode? Wir sind im Bode-Museum. Das kennt vielleicht nicht jeder. Das Bode-Museum befindet sich auf der Museumsinsel in Berlin und beherbergt Skulptur des 13. bis 18. Jahrhunderts. Ich habe nur 2 Einblicke in unsere sehr vielen Räume mal mitgebracht, damit Sie sich vorstellen können, in welchem Setting, in welchen Räumen wir agieren. Die Ausstellung arbeitet sich chronologisch und geografisch durch die Kunstgeschichte. Alles erscheint geordnet, sofern man denn diese Ordnung verstehen und lesen kann. Was Mittelalter, Renaissance und Barock sind und was sie in Italien, Frankreich und Deutschland vielleicht bedeuteten, entschlüsselt sich langsam, Gott sei Dank, mehr, aber in der Vergangenheit recht wenig, aber daran wird gearbeitet. Aber es ist trotzdem ein Museum, was aus unserer Perspektive, aus dem LabBode heraus, viel voraussetzt. Als wir mit unserer Arbeit begannen, war für uns klar, dass das vorgegebene Ordnungssystem des Hauses nicht unsere einzige Lesrichtung sein kann. Wenn wir die Frage ernst nehmen, andere Themen heranzutragen, beziehungsweise auch ein junges Publikum mehr zu involvieren in die Arbeit.
Was wir dann gemacht haben, ganz am Anfang, ist ein Themenfächer. Da haben wir uns ins Gespräch begeben oder auch Fragebögen gemacht, die wir Schülerinnen gegeben haben, Lehrerinnen, Mitarbeiterinnen des Bode-Museums, aber auch Expertinnen aus dem Bereich Bildung und Vermittlung, wo wir gefragt haben, was würdet ihr eigentlich gern mal in einem Museum machen? Was für Themen sind für euch momentan relevant? Und auch besonders an die Expertin, welche Themen meint ihr müssten behandelt werden? Und an die Mitarbeiterinnen des Museums die Frage, welche Themen, die noch nicht verhandelt werden, stecken vielleicht noch im Museum, die von Interesse sein konnten. Herausgekommen ist sehr disparates Material, was die Sprache und auch die Ideen anging. Und wir haben das dann geclustert und Oberthemen gefunden. Alle Unterthemen, also alles, was genannt wurde, ist stichpunkthaft erhalten und liegt sozusagen unter diesen Oberthemen in einem Fächer. Und wenn man sich jetzt die Überthemen ansieht, sieht man schon, dass die Schnittstellen zur politischen Bildung relativ offensichtlich sind. Wenn man sich Themen auch wie Körper, Macht und Gewalt, Menschenbilder, Migration, Politik und Demokratie, Rassismus und Diskriminierung und Werte anschaut. Das war jetzt ein wahnsinniger Run durch in die Anfänge unseres Programms, aber dieser Themenfächer begleitet uns eben bei der Generierung von Schulprojekten. Meistens gehen wir mit diesem Themenfächer in die Schule, um gemeinsam mit SchülerInnen nach Themen zu suchen. Die Themenfächer sind erweiterbar, man kann sie aufmachen, man kann neue Themen hinzufügen, sodass das im Prinzip ein Werkzeug für uns ist, uns an Projekte heranzutasten, die wir dann versuchen, im Labor an die Sammlung wieder rückzubinden. Das Projekt, was ich jetzt gleich oder was Magda und ich gleich gemeinsam kurz vorstellen, bewegt sich im Themenfächer Politik und Demokratie, Werte, Körper. Eigentlich kommen viele vor. Und es heißt eben Haltung zeigen. Wir haben, unsere Vorgehensweise war bei diesem Projekt ein bisschen anders als sonst. Wir haben nämlich uns das Thema gehabt, Haltung zeigen, Courage, und haben als erstes die Kuratorinnen gefragt, nach Objekten zu suchen in ihrem Sammlungsbereich. Das haben wir sehr bewusst gemacht, um mit ihnen ins Gespräch und in die Zusammenarbeit zu kommen und sie mit einem von außen an die Sammlung herangetragenen Thema zu konfrontieren und vielleicht nochmal zu schauen, was ist noch nicht in die Narration des Museums eingeschrieben. Und sie aber auch von Anfang an in diesem Projekt persönlich zu involvieren. Genau. Die Werke, die kamen, waren sehr unterschiedlich. Die Gründe der Kuratorinnen, warum sie die ausgewählt haben, auch. Hier sieht man so eine kleine Auswahl. Und man sieht auch noch mal ein bisschen unseren Bestand. Also diese Frage, wie geht man mit diesen historischen Objekten um, die zum Teil auch viel christliche Werte, christliche Geschichten erzählen. Was steckt in diesen Geschichten? Was hat das vielleicht mit uns heute noch zu tun? Aber wo grenzen wir uns heute vielleicht ab von dieser, auch mit Blick auf die historische Distanz, die da zu den Objekten und ihren Geschichten existiert? Genau, und als wir die Objekte hatten, haben wir gesagt, okay, jetzt brauchen wir noch jemanden, die oder der mit uns drüber nachdenken kann, was wir denn jetzt konkret unter dem Thema Haltung zeigen mit diesen Objekten anfangen. Und dann haben wir Magda Kosinski involviert in die Konzeption. Und dann würde ich an dieser Stelle, Magda, wenn es dir passt, auch kurz einfach an dich übergeben. Ja, danke, Greta. Also ich hatte auch das Glück, dass noch die Kunsthistorikerin und Kunstvermittlerin Karin Grunow diese verschiedenen Objekte, die mit Haltung zeigen zu tun haben, für uns kunsthistorisch aufbereitet hat. Und somit habe ich mir überlegt, wie könnte diese Kunstobjekte, wie könnten Schülerinnen damit arbeiten, wie kann das was mit ihnen heute zu tun haben. Und somit haben wir eine Brücke geschlagen zu heute durch Aktivistinnen und Politikerinnen und Künstlerinnen,
die auch politisch arbeiten. In Deutschland es möglich ist, politisch aktiv zu werden und welche Themen verhandelt werden. Das haben wir so gemeinsam mit denen bearbeitet, um dann herauszufinden, was deren politische Meinung oder deren Haltung ist, um dann wieder kreativ mit denen zu arbeiten. Und da war es mir wichtig, dass wir interdisziplinär arbeiten. Und ich habe somit mir ein Team ausgesucht, ein diverses Team, wo Surya Giet ist bildende Künstlerin, Raphael Hillebrand ist Tänzer und Choreograf und Daniel Mecklenburg ist Künstler und Siebdrucker, Bildhauer. Und ja, hier seht ihr, Karen Guno hat uns geholfen, die Objekte aufzuarbeiten thematisch. Und ja, für diese Findung dieser politischen Meinung von den SchülerInnen habe ich mich erinnert an einen Bürgerinitiativengenerator, der von einem Juristen Jean-Michel Berg erfunden wurde, wo wir am 1. Mai so eine Art Aktion am Cottbuser Tor in Berlin gemacht haben, wo oft die revolutionäre Mai-Demo stattfindet. Und da ging es darum, in wenigen Stationen, in 30 Minuten, die von der Akquirierung von Menschen auf der Straße über verschiedene Stationen richtiges Programm zu erarbeiten, Slogans, Plakate bis zur eigenen Demo. Und das hat mich inspiriert, auch hier in dieses Projekt mit einzutragen. Und ja, das war sozusagen auch eine Art Methode oder durch einen Fragebogen, der angelehnt war an diesen Bürgerinitiativengenerator, die Schülerin zur Meinungsbildung zu bringen und sie selbst zu ermächtigen, ihre Meinung zu bilden und die auch kundzutun. Und die verschiedenen Disziplinen, die sieht man schon an den Menschen, die ich ausgewählt habe. Wir haben einmal Plakate hergestellt, aber sie haben auch Siebdruck gemacht auf T-Shirts oder auch auf Jutebeutel haben die ihre Slogans, also so Schlachtsprüche oder ihr Logos drauf gedruckt. Und dann gab es noch die Möglichkeit, etwas zu bauen, also so Plakathalterungen oder Boxen, die dann später, das können Sie dann später sehen, wo dann die Slogans oder Logos draufgesprüht wurden. Und am allerletzten Tag, also das alles war 5 Tage, am ersten Tag gab es so Stationen lernen, wo die Objekte diskutiert werden, was man hier sehen kann. Ne, hier geht es um das Bildnis Dorothea von Rodde Schlözer, die erste Frau, die den Doktortitel in Deutschland erhalten hat. Und hier könnt ihr auch gleich die Brücke, die ich dazu gewählt habe, sehen. Die Guerilla Girls, einen Zusammenschluss von Aktivistinnen und Künstlerinnen in New York, die gegen Sexismus, Rassismus und Korruption speziell in der Kunstwelt kämpfen. Und ja, das war so der erste Tag, Position gewandert und haben so einen Einblick kriegt, einmal in das Bode-Museum, aber auch in die Thematik des Haltungszeigen. Und am nächsten Tag war diese die politische Bildungsarbeit. Und dann, wie ihr hier sehen könnt, am dritten Tag haben sie gesiebdruckt oder diese Plakatprüfen-Gesten gefunden und gebaut. Und am allerletzten Tag, mal schauen, ob das Foto jetzt kommt, oder dann zeigen wir gleich das Video, kam alles zusammen zu einer Gesamtperformance in der Basilika, ein sehr zentraler Raum im Bode-Museum. Und vortreten, ihren Slogan laut vortragen, dann gemeinsam in Sprechchören ihre Forderungen rufen, sich im Raum bewegen. Und wie man hier auf dem Foto schon sieht, diese T-Shirts mit ihren eigenen Meinungen sind da und die Jutebeutel. Und Magda, zeigst du mir kurz ein Okay, wenn der Ton gut ist? Ja. Wenn sie einfach mal da ist und dann auch noch in 7 Meter Deckenhöhe, das ist großartig. Machen bewegte Sprechchöre wie No more homophobia, no more homophobia, no more homophobia now. Und die Kids geben mir die Themen und ich versuche das so aufzubereiten, dass es eine kräftige Performance ist.
dann haben wir die Schülerinnen gefragt, zu was sie denn Haltung zeigen wollen. Und wenn ich dann sehe, wie sie mit Siebdruck so sich Mühe geben und in Partnerarbeit zusammen dieses T-Shirt gestalten oder den Jutebeutel, dann aber auch wieder eine politische Haltung zeigt. Das finde ich schon erstaunlich. Wofür wir sind oder wogegen wir sind. Ich bin für Frauenrechte. Mehr Frauenrechte. Ja. Das mit dem Spray, das war ganz lustig. Das mit der Spraydose in der Hand war schon das Beste. Also das ist ja dein Poster für die Demo. Weißt du, wenn man auf Demos geht, dann hat man ja immer das Poster, das man so besteht. Das ist auch so eine Art Aneignung des Museums. Und ich denke, dass das eigentlich ein ganz wichtiger Punkt ist. Das Museum ist so mächtig. Das sind die Riesenkuppeln, die Riesensäulen und alles ist da gebaut, um sich klein zu fühlen. Das Museum sowie die Kunst, die hier drin gezeigt wird, ist so eine herrschaftliche Kunst. Und das spürt man hier alles, diesen Druck. Wichtig ist dann, passiert das in Abgrenzung dazu oder tun wir so, als wären wir die Fortsetzung des Preußentums? Diese weiße Vorherrschaft, das Patriarchat und all das, das wird hier gelebt. Und sowas, das gehört geändert und das passiert hier nicht. Und da finde ich sehr schön, wenn die Kids reinkommen und es da eine Reibung gibt. Auch mit den Besucherinnen und Besuchern, die hier so sonst sich drin bewegen, für die das vielleicht auch was Ungewohntes ist. Und das macht dann die Situation sehr spannend. In der Präsentation, wo hinterher die Schüler zu mir gekommen sind, die Jungs, und gesagt haben, das hätte ich vorher nie gedacht, dass ich mich das traue, das so zu präsentieren vor anderen. Und das ist großartig, das zu erleben. Also ich war so richtig aufgeregt, weil dass man jetzt so im Museum so etwas selber machen kann. Ich freue mich schon drauf, weil also man kann auch sehen, was die anderen so bei den anderen Kursleitern gemacht haben. Ich sehe sie leider immer von hinten. Meine Aufgabe ist, die einzeln so rauszuschicken. Aber ja, ich spüre ja ihre Aufregung und ich spüre auch ihren Stolz nach der Performance. Genau, ich breche ein bisschen früher ab aufgrund der vorangegangenen Zeit. Ist okay, Magda? Ja, das passt. Okay, super. Und würde jetzt nämlich noch in einen zweiten Teil des Projektes springen wollen. Das Projekt hat nämlich einen zweiten Teil bekommen. Und zwar haben wir gesagt, wir möchten im Sinne des Outreach mit diesem Projekt nicht nur im Museum erscheinen und in Erscheinung treten zusammen mit den Schülerinnen, sondern auch außerhalb des Museums. Und wir haben an diese drei Partnerschulen, mit denen wir das Projekt realisiert haben, die fast alle in der Peripherie Berlins leben. Die Kinder leben meistens auch in der Peripherie Berlins, aber die Schulen sind dort. Haben wir gesagt, wir ziehen mit einem Zelt dahin. Und hier sieht man, wie das Zelt entspannter, einen leichteren Zugang, aber uns auch hinauswagen. Ich gehe mal ganz kurz einen Einblick, wie das aussah.